Früh am Ostermorgen hier in der Christuskirche in Dortmund-Wettringhausen. Noch ist es dunkel. Wir kommen aus der Finsternis unserer Welt, die in diesem Jahr ganz besonders mächtig erscheint. Wir kommen mit unseren Unsicherheiten und mit der Last einer schlimmen Bedrohung. Wir kommen aber auch mit anderem Gepäck aus unserem Leben, mit all unseren Sorgen und Ängsten. Trotz all dem eint uns die Hoffnung darauf, dass es ein Weiter gibt, ein Weiter, das all das Schlimme überwindet, ein Weiter, das für uns alle ein Ostermorgen bereithält. Und so sind wir zusammen, im Namen Gottes, des Vaters, des Schöpfers und Erhalters dieser Welt, im Namen seines Sohnes Jesus Christus, in dem uns Gott ein Mitmensch geworden ist und dem er uns die Hoffnung auf Auferstehung schenkt, und im Namen des Heiligen Geistes, der guten Kraft Gottes, die uns gerade auch in dieser Zeit Mut, Halt und Zuversicht für unser Leben schenken will. Amen. Lassen Sie uns den österlichen Lichtspuren folgen, wie sie von Anfang an schon in der Schöpfung aufscheinen. Lassen Sie uns dabei biblische Texte hören und bedenken, zunächst zwei alttestamentliche, dann Szenen aus der Passionsgeschichte. Anschließend werden wir die Osterkerze draußen am Feuerkorb neu entzünden und dieses Licht in die Kirche tragen. Die Kirche wird wieder hell werden, getaucht in das österliche Licht. Gott zeigt uns in dieser Nacht, wie aus Finsternis neues Licht werden wird. Mit Glockenschlägen begeben wir uns nun auf den Weg durch die Feier der Ostern. Der Prophet Jona hätte zu den Menschen nach Ninive gehen und sie dazu aufrufen sollen, ihr Leben zu ändern. Das hatte er nicht getan, sondern war mit einem Schiff in Richtung Spanien geflüchtet. Bei einem Sturm erkannte er sich als schuldig und ließ sich über Bord werfen, um das Wetter zu beruhigen. Tatsächlich legte sich der Wind. Das Schiff konnte in Ruhe weiterfahren. Was aber war mit Jona geschehen? Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der verschlang Jona. 3 Tage und 3 Nächte lang war er im Bauch dieses Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. In meiner Not rief ich zu dir, Herr, und du hast mir geantwortet. Aus der Tiefe der Totenwelt schrie ich zu dir. Und du hast meinen Hilfeschrei vernommen. Du hattest mich mitten ins Meer geworfen, die Fluten umgaben mich, alle deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel in Jerusalem würde ich nie mehr wiedersehen. Das Wasser ging mir bis an die Kehle. Ich versank im abgrundtiefen Meer. Schwimmpflanzen wandten sich mir um den Kopf. Ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge. Und hinter mir schlossen sich die Riegel der Totenwelt. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus dieser Grube gezogen. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich. Und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sich auf mich, die Gewürzen, verlässt, bricht dir die Treue. Ich aber will dir danken und dir die Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe. Denn du, Herr, bist mein Retter. Da befahl der Herr, den Fisch ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken. Ein neues Licht tat sich so für Jona auf. Aus der Finsternis des Fischbauches heraus kam er an das Licht eines neuen Tages. Ein ganz dunkler Abgrund in seinem Leben war überwunden, eine neue Perspektive gewonnen.
Die Sintflut war über die Erde gegangen. Alles war überflutet worden, alles war zerstört. Alles, bis auf Noah und seine Familie und die Tiere, die mit ihm in der Arche überlebt hatten. Und bis auf die Pflanzen, die auch nach der Sintflut wieder zu neuem Leben kamen. 150 Tage lang war das Wasser auf der Erde gestiegen. Da dachte Gott an Noah und an all die Tiere, die bei ihm in der Arche waren. Er ließ einen Wind über die Erde wehen, sodass das Wasser fiel. Er ließ die Quellen der Tiefe versiegen und schloss die Schleusen des Himmels, so dass es zu regnen aufhörte. So fiel das Wasser nach 150 Tagen. Am 17. Tag des 7. Monats setzte die Arche auf einen Gipfel des Ararat-Gebirges auf. Das Wasser fiel ständig weiter, bis am 1. Tag des 10. Monats die Berggipfel sichtbar wurden. Nach 40 Tagen öffnete Noah die Dachluke, die er gemacht hatte, und ließ einen Raben hinaus. Der flog so lange hin und her, bis die Erde trocken war. Noah ließ auch eine Taube fliegen, um zu erfahren, ob das Wasser von der Erde abgeflossen war. Sie fand aber keine Stelle, wo sie sich niederlassen konnte, denn die ganze Erde war noch von Wasser bedeckt. Deshalb kehrte sie zur Arche zurück. Noah streckte die Hand aus und holte sie wieder herein. Er wartete noch einmal 7 Tage. Dann ließ er die Taube zum 2. Mal fliegen. Sie kam gegen Abend zurück und hielt einen frischen Ölbaumzweig im Schnabel. Da wusste Noah, dass das Wasser abgeflossen war. Er wartete noch einmal 7 Tage. Dann ließ er die Taube zum 3. Mal fliegen. Diesmal kehrte sie nicht mehr zurück. Eine neue Freude wurde für Noah und seine Familie erlebbar. Gott. Eine neue Freude wurde für Noah und seine Familie erlebbar. Die Trauer konnte langsam wirklich neuer Freude weichen, der Freude über das wiedergewonnene Leben auf einer wie neu entstandenen Erde. Es ist dunkel und still, wie es in einer Stadt zu dieser Zeit dunkel und still sein kann. Es ist dunkel, wie in jener Frühe, als die Frauen damals in Jerusalem zum Grab gingen, in dem mit Jesus ihre Wünsche und Hoffnungen, Pläne und Erwartungen begraben schienen. Es ist dunkel, wie an jenem Freitag, als sich mitten am Tag eine Finsternis über die Erde ausbreitete. Jesus war am Kreuz gestorben. Lukas überlieferte seine letzten Worte,
Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Sollte auch Jesu Leben nicht anders enden als das anderer Menschen auch? Sollte sich sein Weg doch als falsch und vergeblich erwiesen haben? Sollte doch nicht zutreffen, was als Hoffnung mit seinem Auftreten verbunden war? Wir erinnern uns, was kurz zuvor geschehen war. Sie hatten ihn gefangen genommen im Schutz der Nacht. Ihr seid ausgezogen wie zu einem Mörder. Bin ich nicht jeden Tag mitten unter euch gewesen? Und da verließen ihn alle Jünger und flohen. Noch in der Nacht machte man ihm den Prozess. Er hat Gott gelästert, sagten die einen. Er wiegelt das Volk auf, sagten die anderen. Und sie spieen ihn an und schlugen ihn mit Fäusten. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Den Tod der Verbrecher und der von Gott Verstoßenen sollte er sterben. Es war niemand, der für ihn eintrat. Außerhalb der Stadt schlug man ihn ans Kreuz. Spott und Hohn musste er ertragen. Rette doch Gott ihn, hat er ihm nicht vertraut? Und Jesus rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er starb, und die Sonne verlor ihren Schein. Er endete, wie so viele Hoffnungen, abgewürgt und ausgelöscht. Wir aber hofften, er würde Israel erlösen. Gekreuzigt, gestorben, ins Grab gelegt. Schwer liegt der Stein vor der Höhle. Die Hoffnung scheint gänzlich vermauert. Das Ende ist.